Ja, Welt, seid gegrüßt und ich glaube, so muss ich irgendwie der Held der Steine vorkommen, wenn er mal wieder ein Lego-Produkt vorstellt. Und heute stellen wir einen neuen Bus vor und ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Eigentlich habe ich mir coole Sachen überlegt. Zum einen, das ist der Bus, ich wollte alle Klappen öffnen. Ich wollte hier so ein bisschen dieses sogenannte Showcase-Car-Porn ein bisschen vorstellen aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich wollte die VR-Brille einschalten, wie das Ganze hier ausschaut. Aber sind wir mal irgendwie ganz ehrlich, wenn wir uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen, hier fehlt irgendwas. Vielleicht hier vorne. Vielleicht auch hier am Lenkrad. Also, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt hier so ein bisschen was. Was kann es sein? Freunde, ich hab's selber gar nicht glauben wollen. Ich dachte erst, okay, es lag vielleicht so ein bisschen daran, laut den Interlink HD müsste der eigentlich so Holz-Parkett-Paneelen hier am Boden verlegt haben. Hier haben wir so Teppich. Okay, okay, ist vollkommen in Ordnung. Es fehlt ein Logo, denn im Zuge meiner Recherchen zu dem Video, als verkündet worden ist, dass der Interlink HD, und ich sage jetzt auch einfach mal Interlink HD, weil er verdient ja nicht die Marke, weil die Marke müsste sich ja Aerosoft erst einmal verdienen, handelt es sich eigentlich normalerweise um den Scania Interlink HD. Aber im Gegensatz zu den Scania Touring fehlt hier einfach mal das Scania-Logo. Wie kann denn das sein? Wie geht das denn? Wir haben also einen Bus bekommen, der keine Lizenzen besitzt, keine Markenlizenzen besitzt. Natürlich der Interlink, der ist anscheinend außerhalb vom Patentrecht oder vom Markenrecht, die kann man jetzt so verwenden. Packt den aber lustigerweise in der Flotte, wo wir unseren Bus auswählen können, unter der Rubrik Scania. Das fand ich ja schon sehr amüsant. Und das Ganze für 14,75 Euro. Wir halten mal fest, 14,75 Euro für zwei Busse. 12,8 Meter und 14,6 Meter. Das ist der hier mit 12,8 Meter. Sieht schön, er sieht schön aus. Er sieht wirklich toll aus, aber 14,75 Euro gegenüber dem Original Scania Touring, wo sie noch die Marken besessen haben, mit gleich drei Varianten für knappe 12 Euro und paar zerquetscht. Das sind ungefähr 2 Euro Unterschied. Das rechtfertigt ja nicht diese 2 Euro mehr bei zwei Varianten, die weniger sind und nicht mehr der originalen Marke. Also wir bezahlen einen Bus ohne Lizenzen mit weniger Varianten gleich 2 Euro teurer. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also habe ich mir gedacht, nee, ich werde jetzt hier nicht das Ganze hier so ein bisschen bewerben. Ich finde es echt schade. Ich finde es echt auch ein bisschen traurig. Für mich liegt der Bus bei ungefähr 6,99 Euro. Das ist einfach nur ein Bus. Das ist ein Bus, wie ihr bei manchen Simulationen den als Mod herunterladen könnt. Das ist ein fiktiver Bus ohne großartigen Marken. Dieser, ja, lehnt sich so ein bisschen an den Original an, aber nicht für 14,75 Euro. Und nein, 15 Euro sind jetzt nicht unbedingt viel Geld, aber man geht jetzt irgendwie weg von dem, was man machen wollte. Originalbusse darbieten in verschiedensten Varianten für relativ humanes Geld. Jetzt keine Originalmarke, weniger Varianten für mehr Geld. Wo soll das denn bitte schön denn noch hinführen und dann die Leute irgendwie ja auch wieder so ein bisschen auf Abstand halten? Wir haben ja jetzt ein Glück als Konsolenbesitzer oder ihr als Konsolenbesitzer endlich die neuen Hanover-Busse bekommen mit den Astro Mega. Das ist natürlich leider erst Monate, nachdem wir PC-Spieler es bekommen haben. Jetzt kam das Pullen DLC, jetzt dürfen die Konsolenspieler wieder einmal warten und zwischenzeitlich kommt jetzt nochmal ein neuer Bus für den PC. Das heißt, die Konsolenspieler warten wieder einmal vergeblich auf zwei weitere Erweiterungen. Warum diesen Bus nicht sofort herausbringen? Pullen DLC, okay, muss optimiert werden. Warum diesen Bus, der eigentlich schön aussieht, wie gesagt, ist keine Originalmarke, er sieht schön aus, warum den nicht sofort rausbringen? Ich werde das nicht verstehen. Für mich irgendwie unerklärlich, dass man das jetzt irgendwie hier gemacht hat. Ja, so viel dazu. Er ähnelt dem Original auch gar nicht. Also irgendwie hat man sich so gedacht, okay, ja, hier so ein bisschen die Rundung, aber die Rundung eigentlich hier von der Fahrerkabine vom Original Scania Interlink HD, die ist ein bisschen runder. Die ist extra nämlich so rund gemacht, weil man so ein bisschen das ganze Interieur, dieses Armaturenartige, diesen Armaturenbrett mehr zum Busfahrer bringen möchte. Das Ganze sieht aber ja ein bisschen sehr unrund aus. Es sollte eigentlich ein bisschen runder sein. Ansonsten
fehlt mir einfach auch dieser Holzboden. Das hatte ich schon am Anfang so ein bisschen moniert. Da bin ich halt sehr enttäuscht, weil, warum hat man das ja nicht gemacht? Warum hat man nicht den Original-Holzboden jetzt irgendwie genommen, den man jetzt zum Beispiel in Scania Interlink HD eingibt? Den siehst du öfters auf den ganzen Bildern. Diesen Boden. Das wäre irgendwie eine schöne Sache. Verstehe ich nicht ganz. Also ist für mich ein bisschen unerklärlich. So, wie gesagt, das ist jetzt die 12,8 Meter Variante. Wir springen mal zur 14,6 Meter Variante. So, da ist er auch schon. Bisschen größer, ein bisschen breiter ist er, obwohl er augenscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied macht. Auch hier das gleiche Interieur, auch hier Dränge. Wir kennen das ja alles, hier ist nichts Besonderes. Was sich, wie gesagt, auch mir jetzt ein bisschen die Frage stellt, 1475, okay, ja, okay, gut. Kann man damit leben? Fanboys werden es lieben, werden es mögen. Jetzt frage ich mich Folgendes, wie egal können wir Aerosoft eigentlich sein, denn man könnte jetzt sagen, okay, wir haben jetzt nicht die originalen Marken erhalten. Wir wurden auch vielleicht ein bisschen veralbert, weil Interlink HD heißt ja eigentlich, wir rechnen jetzt mit Scania. Und das haben viele auch moniert, warum nicht Scania und trotzdem wahrscheinlich einen teuren Preis zahlen. Aber jetzt mal angenommen, gut, man macht aus der Not eine Tugend und man überlegt sich jetzt, wir werden jetzt einfach mal einen Bus herstellen. Wir haben jetzt nicht die originalen Marke, aber wir ähnelt jetzt einfach mal einen Scania, ohne die Originalmarke, wunderbar. Warum überlegt man sich nicht bei der Anpassung neue Dinge? Du musst dich ja gar nicht an die Originalmarken irgendwie anlehnen. Du musst ja gar nicht sagen, naja, also der Scania, der hat jetzt nicht die Möglichkeit, dass er zum Beispiel bei den seitlichen Rückspiegeln eine Kamera umgebaut werden kann mit Monitoren. Das gibt's gar nicht beim Scania. Das ist ja gar nicht der Scania. Das ist ja quasi einfach nur eine Kopie ohne Markenrechte. Warum haut man nicht irgendwelche Anpassungsmöglichkeiten rein, um irgendwie den Leuten das mitzugeben, was sie hier für 15 Euro gerade hier hingeblecht haben? Zwei Varianten, keine originalen Marken, keine Anpassungsmöglichkeiten, weder natürlich jetzt die seitlichen Rückspiegel noch die unteren Felgen. Nix, gar nichts. Lackierung, ja, okay, klar, jetzt kommen ein paar Modder mit der Lackierung, aber das machen die Leute für sich, für lau. Aber Aerosoft und TML haben sich jetzt gesagt, okay, wir geben euch einen neuen Bus. Es ist ja nicht mal ein Geschenk, sie wollen ja Geld dafür. Da würde ich ja immer nur verstehen, wenn sie sagen, hört mal zu, weil ihr so tolle Leute seid, 7,99. 7,99, wirklich das absolute Maximumpreis. Ich habe gerade 6,99 gesagt, 7,99, weil ihr seid. Zwei neue Busse, also quasi ein neuer Bus, zwei Varianten. Nicht original, aber hier ein paar Anpassungsmöglichkeiten. 7,99. 14,75. Und dann schaffen sie es nicht mal um 10 Uhr, wo sie es angekündigt haben, das Spiel herauszubringen und bringen jetzt quasi gefühlt vor ein paar Minuten gegen kurz nach 14 Uhr einen Post, jetzt ist der Bus erhältlich, ohne den Leuten irgendwie Bescheid zu geben. Ich werde es nicht verstehen, wie man den Leuten nicht Bescheid geben kann, von dem man so abhängig ist. Werde ich nicht verstehen, aber ist vollkommen in Ordnung. Freunde, ich bin sehr enttäuscht davon, das ist sehr traurig und ich, naja, also ich hab's mir richtig toll vorgestellt hier und wir machen die erste Tour. Eine Tour werden wir irgendwann machen, aber wir werden einfach fahren, sagen, hey, wir fahren jetzt gerade mit Interlink HD und das war's gewesen. Das ist die Marke Interlink HD, mehr auch nicht. Das ist der teure. Das ist einfach teuer. Das ist einfach unnütz teuer. Aber ich wollte ja eigentlich ein bisschen was mehr, aber ich hatte keinen Bock gehabt. Ich hatte wirklich keinen Bock gehabt, weil ich war so verblendet und doof gewesen, nicht zu sehen, dass es kein Scania ist, weil ich habe, wie gesagt, zu Zuge dessen ein paar Informationen gesammelt, ich bin da auch ein bisschen schluderig und versuche trotzdem ein paar Informationen zu sammeln und gebe Interlink HD ein. Ist ja Scania, okay. Dann gehe ich bei Google nur noch Interlink HD ein, um ein paar kleine Fakten herauszufischen und dann sehe ich kurz vorm Release in den Kommentaren, weil ich mich gewundert habe, wo bleibt denn der Bus? Ja, ist ja nicht mal der Original Scania, die Marke haben sie nicht mal gekauft. Also quasi, das wollten sie sich nicht mal leisten, aber den Leuten wahrscheinlich das Ganze wieder für teures Geld verkaufen. Und ja, leider ist es anscheinend so. Trotzdem schaffen sie es halt in den Ordner Scania zu packen. Ich find's verarschend. Also ich glaube, Aerosoft will uns halt dann verarschen, wa? Ich glaube, das wäre dir auch gar nicht aufgefallen. Du sitzt dann hier am Lenkrad, denkst dann so, ah, oh, schön, mit meinem Scania Interlink HD fahren wir jetzt ein bisschen durch die Gegend. Dir fällt nicht auf, dass dieses Scania-Logo hier unten nicht ist. Kurios. Ganz kurios. Freunde, das war's gewesen. Wir werden sehen. Wir werden auf alle Fälle weitere Folgen machen, aber
davon bin ich mega doll enttäuscht. Das ist wirklich wieder absolute Frechheit. Ich finde es gegenüber den Konsolenbesitzern auch gemein. Also wie gesagt, macht das günstiger. Gibt auch sofort den Konsolenbesitzern den Bus. Ich habe es ja schon mal gesagt, es wäre einfach zu schön, wenn ein Publisher wie Aerosoft sich einfach mal sagt, okay, wir halten einfach mal 1, 2, 3 Wochen über den Zaun und warten einfach, damit auch die Konsolenbesitzer gleichzeitig das Ganze bekommen. Weil die Konsolenbesitzer sind die, die das Ganze hier finanzieren. Die PC-Besitzer finanzieren das nicht mehr. Die PC-Besitzer spielen bessere Spiele. Die spielen Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Das sind keine Bus-Simulatoren. Die spielen aber das, weil davon werden die belohnt. Letztens hat American Truck Simulator Nebraska herausgebracht, ein neuer Bundesstaat. Das ist eine riesige Karte. Das ist geführt von der Größe her, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie Deutschland von der Größe her. Jetzt mal übertrieben so ein bisschen. Für 11 Euro. Mit vielen, vielen schön detaillierten Sachen. Das sind andere Entwickler, das sind andere Publisher, die sich halt dann Gedanken machen, wie können wir unseren Fans entgegenkommen. Nicht nur, dass Aerosoft es nicht schafft, jedes Jahr mal für Konsole, sowohl PlayStation, Xbox, aber als auch den PC-Besitzern einfach mal einen Rabatt zu geben. Einfach mal zu sagen, hey, jetzt ist eine große Aktion, dass die Leute richtig mal zuschlagen. Wollen sie nicht. Nee, weil wahrscheinlich die letzten bisschen, die jetzt hier dran hängen, versuchen sie trotzdem irgendwie noch das Geld aus den Taschen zu ziehen. Mega enttäuschend, richtig traurig und ja, als Content Creator, ich hole dann so eine Käse, so einen Schrott. Und dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn vielleicht am Ende des Tages das Lenkrad, das von der Aerosoft herauskommt, so wird. Warum geht man halt immer diese merkwürdigen Schritte und versucht halt in irgendwas zu investieren und herauszugeben, was irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß hat? Also ich mache das hier hobbymäßig, das ist hier für mich jetzt hier, keine Ahnung, das ist für mich... Oh, ich habe jetzt einfach mal Bock, ich versuche mir jetzt irgendeinen Milchshake zu kreieren, wenn der nicht schmeckt, schmeckt der nicht. Aber wir reden hier von Entwickler und Publisher. Wenn die was entwickeln wollen und was herausbringen wollen, dann sollten sie halt immer im Zuge dessen an die Leute denken, die das kaufen, die Verbraucher, die dieses dann konsumieren. Dass man daran denkt, wir wollen ihnen was Schönes geben. Und natürlich hast du wahrscheinlich jetzt so Wohlfühlbereich erreicht, wo du dir sagst, okay, der Fernbus-Simulator, der ist jetzt schon 8 Jahre mittlerweile alt. Wir haben ein paar Busse rausgebracht. Achso, und auch nochmal ganz kurz zu den Bussen. Also, ich zähle es jetzt einfach mal auf, dann ist aber auch jetzt hier fertig, bitte erlaube. Scandia Touring, ja, der 12 Euro ein paar zerquetscht gekostet hat. 3 Varianten, Originalmarke, enthalten beim Fernbus-Simulator, aber auch beim Tourist Bus Simulator. Die neuesten Busse, die gibt's nicht mehr beim Tourist Bus Simulator. Nee, gibt's nicht. Den auch nicht. Den Pseudo Scania Interlink HD. Den gibt's auch nicht für 14,79 und nur 2 Varianten ohne echte Marke. Den gibt's auch nicht beim Tourist Bus Simulator. Also, warum? Sagen wir 6,99, dann ist in Ordnung. 5,99 wäre ein fairer Preis, 6,99 ist dann wirklich der teure Preis. Warum? So sieht mitunter Fanliebe aus. So sieht wirklich, wirklich, wirklich Fanliebe aus. Und also da mit solchen Leuten will man nicht kooperieren. Das ist doch traurig. Also ich weiß nicht. Oh, ich habe auch gestern das Video dazu gesehen. Ich lasse jetzt einfach mal alles raus. Ich habe gestern, muss ja auch mal wieder sein, alle Jahre wieder bei Aerosoft. Ich habe gestern auch das Video dazu gesehen, wo sie den Bus vorgestellt haben. Ich finde das eine schöne Sache. Marketing haben sie nicht drauf, also so die Social Media Marketing. Das haben sie einfach nicht drauf. Es wird ein bisschen besser, das haben sie aber einfach nicht drauf. Sie geben sich aber jetzt ein bisschen offener. Aber warum lassen sie jemanden den Bus vorstellen, der bestimmt von TML und so alles, das ist alles wunderbar. Aber warum den Bus vorstellen und die geben ihm nicht mal ein vernünftiges Mikrofon? Mein Mikrofon ist auch nicht das Beste. Obwohl, ich habe mittlerweile auch Schuhe jetzt. Aber es geht mir einfach ums Prinzip, warum trotz all dem immer dieses bisschen Schlechte an Qualität aufzeigen? Warum lässt du halt jemanden quasi das Video zwar machen, aber er nimmt dich mit dem Mikrofon auf? Also such dir jemanden, den du vertrauen kannst, im deutschsprachigen Raum, englischsprachigen Raum, der was davon versteht und das gut präsentieren kann. Da rede ich überhaupt nicht von mir. Ich glaube, ich bin bei dem wirklich Blacklist und das wird halt immer auch so bleiben. Bin sowieso ein viel zu kleiner Kanal, aber ich finde es halt mega schade, weil ich mir denke, ich habe jetzt schon mittlerweile so viel Erfahrung, ich habe mir so viele Sachen gekauft und es wird von Jahr zu Jahr, von Produkt zu Produkt, was mehr kommt, irgendwie immer schlechter. Wie Lego halt. Also deswegen halt hält der Steine. Man kriegt so ein kleines Déjà-vu. Man denkt wirklich so, das kann nicht doch schlimmer kommen. Und schade eigentlich, weil der Bus bestimmt cool ist, aber irgendwie der Sinn und Zweck dahinter, doch nochmal was rauszuhauen, aber jetzt ohne Marke? Dann überleg dir was anderes, mach den günstig. Wir hatten eine Zeit, da gab es die Shuttlebusse, die gab es geführt umsonst für 1, 2 Euro. Da war der
Anführungsstrichen Mercedes-Benz Shuttlebus, dieser kleine Sprinter-Shuttlebus, der ist ja nicht original, den gab es für ein paar Euro. Diesen komischen BB, diesen alten Shuttlebus, den ich so sehr liebe mit diesen ganzen analogen Armaturenelementen, den gab es geführt auch kostenlos, weil es keine richtigen Marken waren. Aber da steckt wesentlich mehr Liebe. Ganz ehrlich, was ist schöner? Dieser Bus hier, von außen ganz nett, ja, irgendwie cool, ja, was Besonderes, oder... Ja, oder der hier, der W906, der kostet leider, ich habe auch gerade geguckt, 7 Euro, das ist auch jede Menge Holz. Das war aber auch so ein bisschen Zeit gewesen, der ist von 2020, wo es wahrscheinlich schon mit der Preispolitik so langsam losging. Also 7 bis 8 Euro allein mal für diesen Wagen hier. Aber wenn man hier reinkommt, das hat halt einfach ein ganz anderes Feeling. Das ist wesentlich schöner, wenn wir hier drinnen sitzen, wesentlich schöner. Mir gefällt der zum Beispiel richtig, richtig gut, das hier mit den Türen, alles toll. Und den gibt es, wie gesagt, beim Tourist-Bus Simulator. Danach haben sie angefangen, wirklich die Busse nach und nach, so nach dem Scania Touring, das war einer der letzten gewesen, den einfach gar nicht mehr mit rüberzunehmen ins Spiel. Finde ich mega schade. Wie gesagt, revidieren muss ich mich. 7 bis 8 Euro war der immerhin noch teurer gewesen, aber es hat einfach immer noch die Hälfte zu dem, was wir halt mit dem Interlink HD bekommen. Auch ohne Marken, nur mit zwei Varianten. Das hat einfach vom Bus her ein anderer. Die Größe ist jetzt egal, hier haben wir nur eine Variante, den haben wir aber beim Tourist Bus Simulator, der da einfach auch richtig gut mit reinpasst. Ich weiß es nicht, also ich finde es echt ein bisschen schade. Ich würde Aerosoft halt einfach wirklich nur raten, da wirklich sich das so ein bisschen zu überlegen. Originalmarken müssen es gar nicht sein, also ich bin in ein Alter angekommen, es müssen nicht Originalmarken sein, aber eine Überlegung wäre es wirklich einfach nur der Bus-Fan-Gemeinschaft halt ein paar schöne Busse spendiert, sich vielleicht mal selber was überlegen und das für einen schmalen Taler oder noch besser. Vielleicht Leute engagieren, Modder, die darauf richtig Bock haben, die davon Ahnung haben, weil du kannst jetzt versuchen, diesen Interlink HD so gut es geht zu modellieren, aber es hat nicht der Original Scania. Das ist halt ein bisschen schade und das für 15 Euro. Auch darauf können wir uns anscheinend immer gefasst machen. 15 Euro wird es kosten, zwei Varianten. Da ist man ja schon manchmal froh, dass man mit den Hannover oder mit den Astromega da ein bisschen mehr Varianten bekommen hat für 15 Euro. Jetzt hier mit den Pseudo Scania Interlink HD zwei Varianten und trotzdem 15 Euro. Und auch kein Tourist Bus Simulator der Zugehörigkeit, finde ich halt ein bisschen schade. Also ich bin da wirklich tief enttäuscht. Für mich ist das zum Beispiel halt der weitaus schönere Bus. Dann gibt es halt wie gesagt noch den BB40, der mir halt persönlich auch richtig gut gefällt. Und den gab es übrigens kostenlos. Wie auch immer man da überlegt hatte, damals das kostenlos zu machen. Und der kam ein Jahr vorher raus, 2019. Also das ist dann wirklich schon sehr, sehr lustig hier, wie wahrscheinlich mit der Preispolitik geworden. Keine Ahnung. Natürlich, es wird alles teurer und wahrscheinlich versucht man mehr Geld rauszuholen, da wo es halt irgendwie fehlt, weil vielleicht die Konsumenten nicht da sind. Aber da würde ich an die eigene Nase fassen und überlegen, woher das kommt. Weil ich denke mal, gerade die Konsolenbesitzer hätten vieles herausholen können, aber irgendwie hat man da vergessen, so richtig Anschluss zu finden. Mit ein paar Updates, ja. Es kam ja auch das DMA GSC, aber ich glaube, es ist halt mittlerweile für die Konsolenbesitzer auch nur noch schwer vertröstend, da irgendwie zu warten, wie dessen alle anderen auf dem PC schon die Map spielen können. Freunde, das war es gewesen. Wir werden uns auf alle Fälle beim Fernbus-Simulator sehen. So ist es nicht, aber wie gesagt, meiner Meinung möchte ich da gar nicht zurückhalten. Ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß. Der Interlink HD, der Pseudo-Scania, ist natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich versuche mich beim nächsten Mal auf alle Fälle besser zu informieren, ein bisschen besser auf die Bilder zu achten, vielleicht auch ein paar Kommentare hier bei Steam zu lesen, dann erzähle ich euch keine Scheiße. Mich ärgert es halt auch so ein bisschen, weil ich andauernd von Scania Interlink HD gesprochen habe und mich da jetzt ein bisschen vertan habe. Tut mir echt leid, wenn da falsche Informationen rausgekommen sind. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.